brauchen 18.000. Danke. So, jetzt haben wir wieder 3 engagiert. Kakalake ist da. Dann ist der Schutzgelderpress da. Ach komm schon, Orange, gib doch einfach auf. Und danach müssen wir uns halt wirklich an Gelb ranmachen, damit wir die noch platt machen. Habe ich einfach eine Menge Geld ausgegeben, um halt umzuziehen. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Wir sind die beste Fiale geworden. Schicken Sie einen Kurier aus Ihrem Hauptquartier mit einem Holzwurm in eine beliebige fremde Fiale. Sie erhalten einen neuen Schläger. Wow, ein Schläger. Wenn ein Gangster gestanden hätte, hätte ich es ruhig gemacht. Aber so nicht. Und da haben wir 2 Kakerlaken. Und die kloppen mir munter, fröhlich drauf. Das ist so geil. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Okay, siegen Sie in einem Feuergefecht mit Wachen in einer gegnerischen Viale. Sie erhalten einen Gangster kostenfreien in Ihr Hauptquartier zugewiesen. No, geil. Machen wir. Und wir werden 3 gegen 1. Ist zwar unfair, aber wir werden gewinnen. Dadurch einen Gangster noch mehr bekommen. Zahlt der immer noch nicht? Zahl doch endlich mal eine 5000, dann geht der auch wieder. Also, solange noch keine Wache da ist, ist der Gangster relativ gut. Aber je Quartal 5000 ist auch relativ wenig. Finde ich. Ich hätte jedenfalls gerne gehabt, wo wir direkt wieder 100.000 kriegen würden. Das wäre wieder da. Der Vorteil nur, die machen jetzt an sich keinen Gewinn mehr, ne? Die haben nur diese eine Filiale. Und die machen keinen Gewinn. Wenn bei uns jetzt eine Filiale kaputt gehen würde, wäre das jetzt nicht allzu schlimm. Weil wir hätten immer noch 2. So, du hast gleich alles erledigt. Alles kaputt gemacht. Macht den toll. Kakerlaken haben wir immer noch. 3 sind es jetzt, also wenn es immer mehr. Nein, die müssen definitiv auch ausgebildet werden, die Schläger. Ist zu, geht da gar nicht erst rein, die kommt gleich in die Schießerei. Gehörst du zu uns? Fiale. Attackieren. Das ist jetzt 3 Leute? Ich habe eigentlich 3 Leute hingeschickt. Da kommen sie doch alle 3 gleichzeitig. So wie ein Schatten folgen die dem ersten. Oh, da kommt Gangster. Ich muss mich bewegen. Guten Tag. Alter. Sind die zu doof zum Schießen? Da bam 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 bam. Macht ihn platt. Beste hier, ey. Und der hier. Ach, der. Wow, der kümmert sich jetzt um die Kakerlaken. Ich habe einen Gangster. Ich habe mein Feuergefecht gewonnen. Er hat aber fast einen Gangster besiegt, ne? Also. Was machst du denn? Der schießt einfach. Ist er komplett verrückt geworden jetzt? Ich habe nie gesagt, ihr sollt andere Leute angreifen. Sie haben die Mission erfüllt. Supi. Okay, dann werden wir jetzt auch hier ein bisschen Geld gleich fordern. Hat er schon wieder aufgeräumt? Ja, okay. Soll er aufräumen, aber er muss halt das Schutzgeld langsam mal rüberrücken. Obwohl ich eigentlich nicht gut finde. Nein, ich will, dass der hier pleite geht. Dafür muss halt die Filiale kaputt sein. Wir wollen Pizza haben von dem. Nein, lass das. Er hat schon seit Tagen nicht mehr aufgehabt. Okay, ich glaube, die Zeit rennt uns auch langsam ein bisschen davon.
Und ich glaube, es ist auch gar nicht so einfach, die jetzt irgendwie in Ruin zu stürzen. Ich glaube, ich habe Schläger gerufen, ne? Ja, das ist doof. Hier schnell eine Kakerlake oder so, aber ich habe kein Geld dafür. Kein Geld. Eigentlich der am verletzten, der Gangster, der am verletztesten ist, rennt darum und kriegt kein Geld. Was machst du eigentlich? Ja, vielleicht kann man auch nur Schutzgeld kriegen. Was jetzt probieren? Wenn da auch wirklich Kunden da sind. Hacke ich jetzt zwar nicht, sind beide unterwegs jetzt. Ne, nur der ist unterwegs. Ich glaube, wir können nur maximal einen hinschicken, der. Was da gegen das? Jetzt wird es ein schönes Duell. 1 gegen 1. Er hat fast die beiden platt gemacht. Wir sind auch nur mit zwei Leuten. Also wenn die auch mit Gangster kämen, dann hätten wir auch Probleme. Und das kommt Gott sei Dank nicht bei uns. Wir sind zu mächtig. Wir haben Angst vor uns bekommen. Angst, schön und gut, aber wir machen gerade 10.000 Minus. Machen wir Stadtwerbung? Ja, weg damit. Im Bau ein Büro. Perales von dem wird auch einfach nicht kleiner, ne? Mal gespannt, ob der jetzt hier zahlen wird. Er zahlt nicht. Ein Konkurrent hat aufgegeben. Wer? Piss. Ja, Piss, perfekt. Jetzt können wir uns an die hier ranwagen. Der erste Gegner hat schon mal pleite gemacht. Gefällt mir schon mal. Ist nicht der Punkt, den. Ne, hier ist der Punkt, den wir am Anfang hatten. So, als nächstes bist du dran. Jetzt gibt's den epischen Feind. Fight. Oder bekämpft er den nicht? Scheinbar bekämpft er den nicht. Mysteriös. Wie gesagt, ich brauche jetzt erstmal jetzt ziemlich viel Geld. Um den Gegner zu besiegen. Ich bei denen weiß ich gar nicht. Hier war ich noch gar nicht. Nicht, dass die irgendwie eigentlich die Schwächeren sind. Ja, hier ist. Der zieht um. Müssen wir kurz mal auf das Preisniveau gucken von denen. 150.000, 102.000, 172.000, also Rot ist eigentlich der Stärkste. Und wir haben 1 Million, wir haben, ja, deutlich mehr als die. Aber wir tun ja nur Geld erpressen, ne? Also wir, Schießerei gibt es da nicht, das ist auch geil. Ich bin mal gespannt, ob der zahlt. Vielleicht würde ich auch ein bisschen den Preis senken davon. Ach ne. Ich will die 5.000 haben pro Quartal. Was macht er sonst? Schießen? Ihr könnt natürlich jetzt nochmal eine Schießerei anfangen, ne? Das gleiche zu machen wie der andere, aber das hat letztes Mal schon saumäßig lang gedauert. Und solange der immer wieder, solange der seine Filiale hat, sein Hauptquartier hat, wird es schwierig. Der hat aber keine Waffen. Die Bombe können wir uns leider nicht leisten.
Schade. Aber wir machen jetzt gleich erstmal Geld. Hoffe ich mal. Hier rennen auch nicht mehr so viele Leute rum wie damals. Oh. Wir haben keinen Platz mehr. Das ist der Hammer. Okay, Rot ist umgezogen. Und die bauen alle direkt die Filialen komplett aus. Das ist nämlich das große Problem bei denen. Die ziehen um und bauen die Filiale aus. Und ziehen sie wieder um und bauen wieder Filiale aus. Also immer und immer wieder. Und das ist halt der Fehler, den die machen. Okay, kann mir nur recht sein. Aber was werden wir dann sehen? Einen brauchen wir noch. Einer muss pleite machen. Damit wir halt erstmal mehr Luft zum Atmen haben und halt in die nächste Stadt gehen können. Den ersten haben wir ja, kann man wirklich sagen, fast schon kaputt geprügelt. Da war ja andauernd immer einer, der geprügelt hat. Okay, für das Kind ist natürlich jetzt nicht schön, ne? Und hier für die, für den Proll. Aber solange er nicht zahlt. Ich weiß ja nicht, was, ob der irgendwann anfängt, hier zu schießen oder so. Wenn er nicht zahlt. Ansonsten. Weiß ich nicht genau, wie das funktioniert. Oder er kriegt halt irgendwann mal was. Und wir kriegen richtig Geld. Wow. Wie viel machen wir denn? Wir machen 45.000 Gewinn an dem Tag und der Tag ist noch lange nicht vorbei. Hier ist immer noch Full House. Hier ist immer noch Full House. Hier ist Action. Ich glaube, seit wir die Preise gesenkt haben, sind die auch ein bisschen, ja, zufriedener wieder. 23 Proll sind hier nur. Hier ist relativ wenig mittlerweile los, aber 10.000 Gewinn, stimmt. Gewinn haben wir gerade schon geguckt hier. 52.000. Der macht ja allein das, was die anderen. 21.000. 3, okay, 22.000. Das schlechteste ist hier unten die. Okay, jetzt haben wir da ein Büro hinbekommen. Dann ist ja auch logisch dann. Als der Doktor war, dann war das hier der reinste Magnet. Und der, naja. Dass die eigentlich so viel Gewinn macht, ist eigentlich ein Wunder. Zahlt deinem. Er zahlt sich ja immer noch nicht, ne? Er hat immer noch nicht gezahlt. Was ist das denn? Du zahlst oder ich spreng dein Hauptquartier in die Luft. So einfach ist die Regel. Das ist die Frage. Wenn wir jetzt die anderen drei Gangster auch da reinschicken, schießt er automatisch direkt mit? Oder rennt er immer noch hier so rum, so, ich muss hier Schutzgeld erpressen? Das würde mich gerne mal interessieren jetzt eigentlich. Aber erstmal will ich das Hauptquartier kaputt machen, damit er halt keine Wache mehr da reinschicken kann. Und wir immer weiter auf den einprügeln können. Weil, wie gesagt, die Zeit rennt uns auch langsam davon. Das erste Ziel war ja relativ schnell geschafft. Das zweite, geldproblemmäßig. Und jetzt fehlt uns nur noch ein Gegner halt. Die haben alle Probleme mit zu wenig Ware. Rot hat Probleme, die haben Probleme, die haben auch Probleme damit. Orange hat auch das Problem. Okay, Orange, die kam ja gar nicht mehr dazu. Muss ich irgendwie drohen, damit der was macht? Was ich mal geschafft habe, ist halt, da war eine Wache und habe dann eine Bombe platziert in so einer großen Filiale. Die Wache war genau hier hinten und der Kurier war der cleverste Kurier, den ich fand bisher hatte. Der ist einfach nicht wie die meisten Kurier einfach hier irgendwie so mitten reinlaufen. Nee, der ist einfach in die Ecke gelaufen und da die Bombe platziert ist wieder rausgerannt. Die Wache hat gar keine Chance gehabt, ihn zu erreichen. So, dein Hauptquartier ist jetzt Geschichte. Bombe! Und ich beobachte dich jetzt. Die Bomben sind sehr, sehr teuer. Bürger?
Also lauf nicht wieder falsch. Okay, wenn du noch die Filiale kaputt machst, ist auch nicht gerade schlimm. Muss halt komplett wieder neu aufbauen. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wenn das Quartal vorbei ist, ob er dann gezahlt hat. Orange, glaube ich, konnte da nicht zahlen. Deswegen, okay. Okay, er hat gleich die U-Bahn erreicht. Spannung pur, ob er jetzt zur Filiale oder zum Hauptquartier gehört. Ich habe ihn aufgetragen, zum Hauptquartier zu gehen. Ja, er geht zum Hauptquartier. Diesmal hat er das Navi richtig eingestellt. Oh, zum zweiten Mal. Beim ersten Mal hat es auch funktioniert. Okay, da war es ja auch relativ schwer, die Hauptquartier nicht zu finden. Das war ja direkt neben unserem Gebäude. Upsi, ich hab gar nicht geguckt. Okay, der hat keine Wachen bei sich. Leckere Pizza! Hier kommt die Pizza! So, so schön am Hauptquartier klopfen, so pum pum. Hallo, ich hab hier ein Paket für Sie. Hat aufgegeben. Wer? Mac? Oh! Ich war jetzt so fixiert auf Orange und Gelb, dass ich Mac Pizza komplett übersehen habe. Der hat pleite gemacht. Das heißt, haben es geschafft. Was mit dir? Ist er umgezogen? Ja, der ist umgezogen. War vorher hier. Okay. Sie haben alle Kampagnenziele Jawohl. Erreicht. Alles klar. Dann speichern wir mal. Neuer Spielstand. Großland. Und dann schauen wir mal. Auf Ihre eigene Initiative hin haben Sie beschlossen, Ihrem Chef zu beweisen, was Sie wirklich wert sind. Und brechen daher nach Tokio auf. Oh, nach Tokio geht's jetzt. Alles klar. Okay, schauen wir mal, was da der Text ist. Ihre Generalvollmacht half Ihnen, die Leitung über die fernöstlichen Anteile der Firma zu übernehmen. Doch nun müssen Sie Ihre Restaurantkette etablieren, bevor Ihr Arbeitgeber merkt, was Sie getan haben und Sie an Ihrem kulinarischen... Okay. So, das war's dann mit den Folgen erstmal von Russland und Pizza Tycoon. Das nächste, was wir dann in Angriff nehmen, ist dann Tokio. Ist dann die 8. Mission, die wir haben. Dann ist die 8. Kampagne, die wir haben. Dann ist die andere Frage, wie viel kommen noch? Also wir hatten, ja, wenn das jetzt hier Tokio schon die 8. ist, ich habe mal gelesen, es gibt 10. Was, und New York ist vermutlich das letzte. Dann muss also noch eine Stadt dazwischen kommen. Dann müssen wir mal gucken, welche Stadt das dann ist. Auf jeden Fall bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch in Tokio dabei seid. Also bis dahin. Ciao.